Natürlich hab ich doch nicht angerufen dann. Sie schreibt vielen Dank. Wie immer scheiß ich drauf und denk mir, wie stellt die sich an? Und schau, ich schieß mich an der miesen Tanke Gottes ab, so wie die ganze Zeit schon, seitdem ich keinen Job mehr hab. Am nächsten Tag holt sie mich ab und spielt gut gelaunt. Ich denk mir, ist es nur miese Laune und Wut im Bauch? Sie übertreibt das Schauspiel, ich frag, was los mit dir? Sie sagt, das erfährst du später, ich denk, was bloß passiert. Als ich den Zettel in die Hand kriege, steht die Welt. Hier ist die Bestätigung vom Arzt, danke sich selbst. Shit, es ist ihr Name da neben dem Datum. Und ich frag mich, was ich sagen soll. Sie redet von Beratung und von Arzt, wo schon klar gemacht. Alles kein Problem und ich kann weder hören noch sehen. Alles scheint an mir vorbeizugehen. Da sag ich viel zu heftig, halt die Fresse, sie erschrickt. Shit, es geht um unser Kind hier, als wüsste sie es nicht. Ich nehm sie in den Arm und sag, ich werde für dich da sein. Egal wie deine Entscheidung ist, ich werd für dich da sein. Und wir reden und fahren und sie wird mir später sagen, ich war der Einzige, der nicht sofort dagegen war. Ich sag, überdenk, behalten, wir denken nach, geht es klar? Wir spielen es jeden Tag durch, überlegen Namen. Wir fahren zu einer Klinik, Infomaterial und sie liest es durch. Zu brutal, Zweifel und Furcht. Es fickt uns beide hart, jeden auf seine Art. Sie will mit keinem mehr labern, ich komm auf keinen mehr klar. Die Situation ist so, sie weiß, sie kann mir nicht trauen. Sie kennt tausend Geschichten von mir und irgendwelchen Frauen. Und ich fick dauernd drum, wir beide waren lang befreundet. Mann, es war Dream Team, fick auf all die anderen Leute. Und ich erzähle so vieles, sie weiß, die Chance gesteuert. Ich bin und ausgerechnet, sie ist von mir schwanger heute. Wir verlieren die Kontrolle, ihr Schmerz ist zu heftig. Sie stresst, Wut, hässliche Scenes, alles nur Äpfel. Und ich will nur weg und nicht hier stehen und mir das geben. Und mal reden, mal ein paar der größten Fehler meines Lebens. In der Zeit, wo sie mich am meisten gebraucht hätte, war ich scheiße nochmal am Saufen, war drauf und am Frauenchecken. Nur um das Richtige zu tun, war ich nicht Mann genug. Ich hatte keinen Respekt mehr vor gar nichts. Danke, mir geht's gut. Ich war nicht bei ihr, als sie die erste Tablette nahm. Ich hab draußen mit einer Frau rumgemacht und wir haben Stress gehabt. Ich kam um 4 Uhr nachts zu ihr und konnte sie nicht sehen. Ging an den PC, hab Quake 3 gezockt und ließ sie stehen. Wir fahren zu der Klinik, sie geht mit ner Freundin rein. Ich setz mich in die S-Bahn, seh draußen die Sonne scheint. Vorbei an Marmorstein und Eisen, das nie bricht. Diese Hochhäuser spiegeln Licht und sie spiegeln mich. Denn ich liebe nichts, fühle nichts, rein gar nichts. Schon ein paar Minuten später weiß ich von der Zeit gar nichts. Es ist Zeit, die tötet, es ist tote Zeit. Und sie fließt wie die Tränen auf ihrem Oberteil. Sag, man sieht von hier den Flughafen besonders gut. Sie sagt, erst kommt der Schmerz, später kommt die Wut. Ich sag, nein, ich will den Burger nicht mehr, schmeckt scheiße. Sie sagt, hey, kann man sowas eigentlich wegschmeißen? Schließlich ist es ja eine Leiche, oder wie läuft es? Ist es Biomüll, oder wie läuft es? Sie lacht und reißt zugleich, sie steht völlig neben sich. Ich kann uns in dem Rückspiegel sehen und es ekelt mich. Ich hab die SMS noch immer bei gesendete Objekte. Mission erfolgreich, Kind tot. Ich hab die SMS noch immer bei gesendet.